kreativ natürlich und okay. Und wir freuen uns sehr auf diese Osternacht. Es ist ja meine letzte hier im Heilsbrunnen. Die, ist das die 31. oder zwei, die 31. ist dann, ne? Oder die 32. Ich weiß auch nicht genau. Aber ich habe ja nicht immer gepredigt. Ich habe mich mit Walter immer ganz lieb abgewechselt und das hat auch total Spaß gemacht, lieber Walter. Gut, okay. Ihr könnt gerne mitsummen, wenn ihr wollt, leise oder wie auch immer. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poor out to death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. I'm in that place once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted to the highest place. King of the heavens, where one day I bow. But for now, I marvel on this saving grace, and I'm full of praise once again. I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you, once again I pour out my life. Thank you for the cross, thank you for the cross, thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross, thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And once again I look upon the cross where you died. I humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Ja, herzlich willkommen zu unserer Osternacht. Die Osternacht fängt bei uns bekanntlich immer sehr, sehr früh an, nämlich schon am Karsamstagabend um 21 Uhr. Das hat rein praktische Gründe, weil immer ganz viele Jugendliche gekommen sind und da durfte es nicht zu spät werden am Abend, es durfte aber auch nicht zu früh sein am Morgen, sonst hatten wir die Sorge, dass sie vielleicht nicht kommen. Dadurch ist der Termin mal zustande gekommen. Darüber hatten wir, glaube ich, 1990 oder 91 sehr sorgfältig nachgedacht und haben nicht mehr daran gerührt, das zu ändern. Also wie gesagt, wir sind negativ getestet und wir finden es ganz großartig. Ich habe Julia an meiner Seite, weil wir ganz eng zusammenarbeiten, hier Jugendarbeit und Gemeindearbeit. Und ich will das einfach so auch mal mit ihr teilen, denn wir haben das sonst mit so vielen Menschen schon geteilt und du bist ja ein Stück Zukunft für diese Gemeinde, finde ich. Und mit Frank. Frank ist ja unser Theologiestudent. Ich habe ja leider nur einen hervorgebracht, wobei habe ich das eigentlich gemacht, Frank, oder hast du das selber gemacht, oder? Ich will dir nicht so sehr auf die Schulter klopfen, okay. Aber ich glaube, das war ein Teil davon, ja. Und so sind wir heute nun in einer ganz kleinen, intimen Gruppe. Und seid nicht böse, nächstes Jahr könnt ihr euch alle hier total austoben. Und ich bin ganz gespannt und bin dann vielleicht online oder komme von Erftstadt hierher gefahren und gucke mir das dann an und feiere mit euch. Ja, in diesem Text, Gottesdienst werden wir auch alttestamentliche Texte lesen. Wir wollen ein Stück weit zumindest so exemplarisch den Weg Gottes mit den Menschen bis zu Jesus auch noch einmal wahrnehmen. Das ist natürlich eine wunderbare Fülle von Texten. Deshalb exemplarisch. Und es gäbe sicher andere schöne Texte, die man nehmen kann. Ich habe mich ein Stück weit an die Tradition gehalten und ich glaube, sie sprechen aber sehr für sich und ich glaube, ihr werdet es genießen, nochmal diesen Weg mitzugehen. Wobei wir wissen ja, das war ein Weg des Schmerzes für Gott, ein Weg der Trauer, ein Weg des erlittenen Ungehorsams durch die Menschen und eine Verletzung seiner Göttlichkeit. Und trotzdem hat er nicht aufgehört, die Menschen zu lieben.
und nach Wegen zu suchen, sie zu retten. Ja, wir sind Leib Christi hier in unserer Kirche und wir hoffen, dass du dich auch zu Hause emotional ergreifen lassen kannst. Ja, das finden wir ganz wichtig. Wir feiern den Gekreuzigten, der auferweckt wurde von den Toten. Jesus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, so schreibt es Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ja, ich möchte nochmal zurückgeben. Ich bin sehr dankbar, heute hier das mit euch feiern zu können, mit dieser kleinen Gruppe und dann auch natürlich zu Hause mit euch, die jetzt alle zuschauen. Und ich bin ganz gespannt und ich hoffe, dass der Herr unsere Herzen einfach erfüllt mit Liebe für Ostern. Dann wollen wir ein Gebet sprechen? Herr Jesus Christus, sie haben dich ins Grab gelegt. Du hast alle Schuld auf dich genommen. Und du hast die Gerechtigkeit wiederhergestellt, die dein himmlischer Vater hat und auf die er Anspruch hat. Du hast den Kelch des Zorns getrunken bis zur Neige. Und viele Menschen auf der ganzen Welt schauen auf das Kreuz und trauern um dich, sind beschämt wegen dir, was du für uns auf dich genommen hast. Und in all dem erkennen wir so unglaublich viel Liebe, so viel Wille, dass wir endlich wieder heimkommen. Heimkommen in die Geborgenheit Gottes, heimfinden in die Herrlichkeit Gottes, dass wir heil werden an Seele, Geist und Leib. So hast du Wunder getan und du hast den Menschen auch in die Seele hineingesprochen. Und oft hast du ihnen ganz zuerst die Sünde vergeben, bevor du sie körperlich geheilt hast, weil das für dich ganz eng zusammengehört. Und das erkennen wir auch heute immer wieder. Herr, lieber Jesus, hab Dank für diesen Weg, den du gegangen bist. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und je tiefer wir dich erkennen, Herr, du Heiland, umso tiefer lieben wir dich. Und durch dich erkennen wir den Vater und seine Göttlichkeit. Und wir erkennen, was wir ihm angetan haben, wo wir lieblos waren, ungehorsam. Wir erkennen unsere eigene Endlichkeit, auch unsere Schuld, unseren Egoismus, unsere Rebellion gegen Gott. Aber wir wollen nicht rebellieren gegen dich, Herr, du allmächtiger Vater. Wir wollen heimfinden zu dir. Und die, die wir heute hier sind, wir haben da ganz, ganz weite Schritte hingemacht, durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Du hast uns geführt bis zu diesem Tag hier. Du hast uns in diesen Gottesdienst geführt und dafür sind wir dir dankbar. Lieber Herr Jesus, es war ein Weg, den du selber beschritten hast bei der Schaffung der Welt. Durch das Wort der Propheten, durch die du gesprochen hast, bist du selber das menschgewordene Wort Mensch wurde. Was für eine Gnade, welcher Ausdruck deiner Liebe. Wir danken dir, Herr. Sei jetzt bitte hier. Ja, wir wissen, dass du hier bist. Erfülle unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Wir beten dich an, Herr. Amen. Amen. Ja, genau das, was wir jetzt in dem Gebet gemeinsam gebetet haben. Die ganze Beziehung von uns und Gott, die in der Bibel ganz am Anfang mal anfängt, sich ganz lange durchzieht, Ostern ein Teil davon ist und die, die wir heute hier sitzen, auch ein Teil davon sind. Die wollen wir jetzt nochmal durchgehen, einfach in Lesungen. Wir laden euch ein, das wirklich ja, einfach mitzunehmen, zu meditieren, darüber nachzudenken, über diese Beziehung, die wir einfach aus diesen, ich glaube, 6 sind es, Lesungen raushören. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist.
Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herz kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hat. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall nichts als Verdorbenheit. Denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Aber auch du, Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Wir wissen, über die Menschen, die all dies Böse tun, wird Gott ein unbestechliches Gericht halten. Wie wollt ihr da der Strafe entgehen, wo ihr doch genau das tut, was ihr an den anderen verurteilt? Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden, und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Licht hält ihn nicht. Und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit, bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Wir wollen jetzt zur
Tauferinnerung als wesentlichen Teil von dem, was Ostersamstag bedeutet, Römer 6 hören. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, also hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für allemal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Frank, was für ein toller Text. Ich habe mich darauf gefreut und wir werden einen kleinen Moment darüber reden, Frank und ich. Das ist ja eine wahnsinnig intensive Beziehung, die da beschrieben wird. Das Christusgeschehen wirkt sich unmittelbar auf dich und mich und auf jeden von uns Gläubigen aus. Wie stellst du dir diese Verbindung vor? Ja, ich fand das interessant. Wir haben uns im Vorhinein über diese Beziehung, das, was der Text aussagt, unterhalten. Und ich habe gemerkt, das klingt so abstrakt. Wir sind mit Jesus in den Tod hineingetaucht und irgendwie mit ihm auferstanden und leben jetzt mit Christus. Und man fragt sich ja, wie sieht das aus? Aber ich finde, das kann man so ja gar nicht in eine Erzählung packen, sondern man kann es nur in Beispielen erzählen, in dem, was ich jeden Tag erlebe, in dem, was du jeden Tag erlebst. Wenn wir durch die Welt gehen, durch das Leben gehen mit Christus, wenn wir das Gefühl haben, nicht alleine zu sein, den Heiligen Geist in uns zu haben, Gott begegnen zu können, Antworten zu bekommen, Fragen stellen zu dürfen und irgendwie einfach ja nicht alleine da durchzugehen. Neues Leben eben nicht mehr nur ich, sondern mit Christus. Aber genau das finde ich irgendwie den schwierigen oder den herausfordernden Teil dieser Bibelstelle, dass ich mich dafür irgendwie loslassen soll. Mein Ich stirbt. Ja, wie stellst du dir das vor? Mein Ich stirbt. Für mich fängt das damit an, dass ich das Gefühl habe, dass Gott für mich sorgt. Dass ich bis dahin immer denke oder dachte, ich muss mich um mich selber kümmern. Wir kennen das aus der Erziehung, wenn die Eltern uns gesagt haben, du musst schon deine Hausaufgaben machen, du musst schon dies oder jenes machen. Meine Mutter hat mal, wie hieß der Spruch noch, ich habe den letztens noch hier gebracht in der Predigt, etwas mit bestrafen. Dass du quasi die Konsequenzen deines Handelns immer erntest. Ja? Und ich finde, in dem Moment, wo ich zu Christus gehöre, tut er ja alles Entscheidende für mich. Und ich muss mich nicht lieb Kind machen, ich muss niemandem beweisen, wie cool ich bin, sondern ich darf einfach ich selber sein. Und in dem Moment fängt das Ich schon an, unwichtiger zu werden. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, der, dass wir erkennen, dass wir nicht gut sind. Alle Humanisten sagen immer, der Mensch ist gut. Der macht schon mal Fehler, aber der Mensch ist gut. Und wir wissen aber als von der Bibel her, dass wir Menschen Egoisten sind, dass wir sein wollen wie Gott. Das ist die ursprüngliche Sünde, die Adam begangen hat, indem er vom Baum der Erkenntnis essen wollte, vom Gut und Bösen. Er wollte eben so sein wie Gott.
Und alle Selbstbestimmung, bis hin in diese Diskussionen jetzt um selbstbestimmtes Sterben, so verständlich ich das finde, wenn man sich so ausgeliefert fühlt und wenn man keinen Glauben hat. Aber ich könnte mir das niemals vorstellen für mich. Denn ich gehöre Gott. Ich habe erkannt, dass ich Gott brauche. Und ich glaube, an dem Punkt, wenn ich begriffen habe, wer ich im Grunde meines Herzens bin, und zwar, fürchte ich, sind wir das alle, so sagt es jedenfalls Römer 3, dann weiß ich, ich brauche Erlösung. Und dann will ich, dass mein altes Ich stirbt. Und dann will ich, dass Jesus mich heil macht. Und dann will ich mit ihm ein neues Leben führen. Dann will ich durchtränkt werden von ihm. So würde ich das beschreiben wollen. Frank, nun ist das ja etwas ganz Wunderbares, so geschützt und geborgen zu sein, der Anfang des ewigen Lebens. Was ist das? Was passiert da? Was siehst du da? Ich glaube, das lässt sich gut zusammenfassen, wenn wir uns anschauen, an welchem Punkt Paulus so redet. Paulus ist im Gefängnis, wenn er diesen Brief schreibt. Angstfrei. Paulus redet von Dingen wie mein altes Ich soll sterben. Völlig angstfrei. Paulus hat irgendwie einfach, wenn er das schreibt, diese Perspektive schon als der Auferstandene, Getaufte, der mit Christus lebt. Ich habe einen guten Freund, der nennt das die Gott-Perspektive. Mir geht es nicht darum, auf alles zu schauen, mich zu sorgen, unruhig zu werden, Angst zu haben, sondern auf Gott zu schauen. Und ich finde das sehr herausfordernd, das zu können in jeder Situation. Aber ich glaube, Paulus konnte das sehr gut. Der konnte diese Gott-Perspektive haben. Er hatte keine Angst. Paulus schreibt in ganz vielen seiner Briefen immer darüber, dass er gerade keine Angst hat, auch wenn er in wirklich schwierigen Situationen ist. Er schreibt Gemeinden, die auch irgendwie ein bisschen Bedrängnis sind. Und wir lesen das im 12. Kapitel vom Römerbrief. Da schreibt er, seid fröhlich im Glauben, noch irgendwas und betet, beharrlich im Gebet, aber da ist noch ein drittes. Ich weiß nicht was. Wird fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. So war's. Sehr gut. 30 Jahre mehr Erfahrung hätten wir das bestimmt auch noch gesagt. Genau, aber das schreibt er an eine Gemeinde, die in der gleichen Situation ist wie er, nämlich in Bedrängnis, in Problemen. Und er hat da einfach irgendwie diese Gott-Perspektive. Und ich glaube, das heißt für mich Anfang des ewigen Lebens schon hier jetzt. So sieht für mich Himmel auf Erden aus, zu wissen, was soll passieren. Es kann ganz viel passieren, das schlimm ist. Aber mir kann ja eigentlich, wenn wir das runterbrechen, nichts passieren. Und trotzdem frage ich mich, wenn ich Römer 6 lese, weiß, dass Paulus an der Stelle ist, dass er so denkt, weiß, dass wir uns irgendwie bemühen und beten dafür, dass wir so denken können. Und dann spricht er einfach davon, dass das in der Taufe passiert. Ist das denn alles? Also passiert das einfach durch die Taufe? Der Heilige Geist wirkt in uns Erkenntnis. So verstehe ich das. Und an der Stelle ist zwar jetzt nicht direkt vom Geist die Rede, wenn ich mich recht entsinne, aber der Geist Gottes eröffnet mir die Augen und in der Taufe tue ich gerade als Erwachsener, als Gläubige, einen ganz bewussten Schritt. Einen ganz bewussten Schritt, Jesus, ich will zu dir gehören. Das, was in der Konfirmation ja viel zu früh passiert. Und in der Kindertaufe wird man ja gar nicht gefragt. Es ist total süß, kleine Kinder zu taufen. Ich liebe das vor allen Dingen. Am liebsten taufe ich, ehrlich gesagt, Grundschulkinder, weil die das in einer wunderbaren Weise wirklich mit offenem, reinem Herzen annehmen. Ich weiß nicht, ob Walter, hast du schon mal Kinder getauft in dem Alter? Deinen eigenen Sohn. Ja, also diese Offenheit von den Kindern ist wunderbar, aber wir müssen als erwachsener Mensch nochmal erkennen, wer wir sind. Wir sagen doch alle, ach, so schlimm bin ich nicht. Vergleich mich doch mal mit den anderen, dagegen bin ich ein reiner Engel. Ja, das könnte jeder von uns sagen. Damit haben wir aber noch nicht erkannt, wer wir leider in Wahrheit sind. Aus diesem Egoismus heraus.
Und das ist etwas, was in der Taufe auch ja versinnbildlicht wird. Ich werde reingewaschen, ich tauche unter, ich sterbe sozusagen in den Fluten und werde aus den Fluten, aus dem Wasser hervorgehoben, aus der Taufe herausgehoben. So ist ja der alte Sprachgebrauch dazu. Und das ist etwas, was Gott anbietet. Das hat Jesus angeboten. Er hat damit ja fortgesetzt, was Johannes der Täufer angefangen hat. Er hat aber dem noch einen anderen Stellenwert gegeben, weil er eben mit Geist, Heiligem Geist taufte. Und ehrlich gesagt, ich finde, alle Erwachsenen sollten die Chance haben und auch den Mut haben, sich noch einmal in einer solchen Bekenntnistaufe taufen lassen zu können. Es ist kirchengeschichtlich verbrannte Erde. Ehrlich gesagt, ich würde es auch machen, wenn ich ein Disziplinarverfahren kriegte. Das wäre mir egal. Weil es ein ganzheitlicher Schritt ist, in dem der Körper, der Geist und die Seele zusammen etwas tun. So ähnlich wie mit den Steinen, die wir vorne hingelegt haben, die aber ja nun, das ist vielleicht ein bisschen trivial im Vergleich zur Taufe. Mir liegt ein Stein auf dem Herzen und ich bete zu Gott, ich bete zu Jesus Christus, dass er mir abnimmt und ich nehme einen Stein und mit dem Gebet lege ich ihn ans Kreuz. Und in Wirklichkeit ist natürlich das Geistliche, was ich tue, entscheidend, aber mit dieser Bewegung unterstreiche ich das auch körperlich. Und in der Taufe ist das noch viel elementarer, viel gebundener und ganzheitlicher. Es ist immer so ein Kampf mit dem, was man alles mit euch teilen möchte. Ich hätte das jetzt auch noch eine Stunde weitermachen können. Ich weiß. Wir hätten das dann so mit Redebeiträgen. Hey, wir suchen uns noch Gottesdienst aus, wo wir das machen. Oder wir erfinden noch einen. Wir haben bestimmt noch einen Sonntag, wo noch nicht kein zweiter Gottesdienst da ist. Wir machen noch eine Osternacht um eins, da reden wir dann 3 Stunden. Seid alle herzlich eingeladen. Wir machen ja einfach einen offenen Gesprächskreis. Genau, da suche ich doch Tests oder wir kaufen vorher alle Tests und dann können wir guten Gewissens hier stehen, dann kann keiner was sagen. Okay, an der Stelle würden wir gerne auch das Osterevangelium nochmal hören. Und es gibt das Osterevangelium ja in mindestens 4 Varianten. Zumindest in den 4 Evangelien, die ja in unserem Neuen Testament sind. Am frühen Morgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten nicht, sie anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern ausgeliefert werden und ans Kreuz genagelt werden und am 3. Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Willst du es ausrufen? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Bleib noch einen Moment stehen. Thank you.
Komm, komm, du sollst. Komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels. Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig. Und aus Staub und Schmerz erhebst du mich. Ewig, der Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Julia, ich bin jetzt ein bisschen von dir weggerückt, damit man das hier hinter mir ein bisschen sehen kann. Ich muss, Frank, ich komme noch was. Das ist großartig. Sehen denn alle gut da auch? Sitze ich im Weg wahrscheinlich. So. Ich finde die Osterkerze so schön. Müsst ihr euch nachher mal angucken. Ich finde die echt schön. Da sind wir nämlich alle drauf. Wir sind alle da drauf. Und sind ganz nah bei Jesus, dem Auferstandenen. Kann man das sehen? Kann man das erkennen? Ich lasse sie stehen. Okay. So. Ja. Was haben wir nur früher ohne iPad gemacht? Okay, da kann man auch im Dunkeln kann man predigen. Das ist eigentlich sehr praktisch. Bei schlechtem Licht und ich mit meinen schlechten Augen. Ich möchte erst noch mal ein Gebet sprechen. Herr, wir haben dein Evangelium gehört. Wir haben gehört, wie die Frauen am Grab waren und ich kenne eins, was ich besonders liebe bei Johannes, wo Maria alleine erstmal am Grab ist und es gar nicht fassen kann und dann zurückläuft und die Jünger ruft und das Wettrennen von Petrus und Johannes und hinterher geht sie dann auch nochmal hin und dann sieht sie dich, Herr. Dann sieht sie dich und wird so getröstet, dass du lebst. Dass alles das, was du gesagt hast, tatsächlich eingetroffen ist. Du hattest das mindestens dreimal angekündigt, das sagen die Evangelien. Du hattest dreimal angekündigt, dass du sterben musst, dass du in die Hand der Gewalttäter, in das Unrecht ausgeliefert wirst und dass du sterben musst und dass du auferstehst. Sie haben es gehört und irgendwie scheint so, als ob sie es trotzdem nicht fassen konnten. Jesus, uns geht es oft ganz genauso, dass wir es nicht wirklich fassen können. Wir hören es. Wir hören es beinahe wie ein, ja, so wie eine Art spirituelles Märchen. Aber es ist die Wirklichkeit. Es ist viel, viel mehr. Darum rede, Herr, zu uns. Rede mit uns und mach uns klar in unserer Kraft, die wir durch dich empfangen, in der Befreiung, die du uns geben möchtest, in dem Kreuz und der Auferstehung, was es für uns bewirkt und bedeutet. Sei jetzt bei uns, du lebendiger, ewiger Gott, durch deinen Geist. Amen.
muss gerade noch sagen, damit, wo du eben angefangen hast bei dem Römer 6 Text, wo wir dann diskutiert haben, genau darüber schreibe ich gerade für Montag. Ich bin gerade dabei, ich habe erst die halbe Predigt für Montag fertig, aber ich habe ja morgen Nachmittag noch Zeit. Und da bin ich genau da, nochmal zu reden, wovor haben wir eigentlich Angst? Habe ich Angst vor dem Tod? Habe ich Angst vor dem Sterben? Habe ich Angst vor Armut? Nein, habe ich nicht. Wenn ich alles in ein Päckchen reinpacke, in so ein spirituelles Päckchen reinpacke, dann habe ich Angst davor. Aber wenn ich weiß, dass Jesus wirklich und wahrhaftig auferstanden ist, dann bedeutet das etwas, dann passiert ja etwas mit mir. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, was für eine Verbundenheit haben diese Frauen, dass sie ganz früh am Morgen zum Grab gehen. Was für eine Liebe zu Jesus, dass sie ihn mit wohlriechenden Ölen einreiben wollen. Sie nahmen die erste Gelegenheit wahr, die sich ihnen bot, früh am Morgen. Jesus noch einmal sehen, Jesus reinigen, ihn mit duftenden Ölen einreiben, ihn ehren. Bei den Frauen am Grab fällt aber zugleich noch auf, dass sie alle Ankündigungen von Jesus über seinen Tod ja irgendwie nicht ganz verstanden haben, nicht ganz für bare Münze genommen haben, immer gedacht haben, das kann doch eigentlich nicht sein. So wie der Petrus ja an einer Stelle sagt, Herr, ich möchte nicht, dass du das tust. Und Jesus sagt dann zu ihm, zu Petrus, seinem Meisterschüler, weiche von mir, Satan. So klar ist Jesus da. Was Jesus da sagt, konnten sie nicht mit ihrer Wirklichkeit verbinden. Er sagte alles voraus und sie ließen es ganz für sich stehen. War das eigentlich ein Schock für sie, diesen überaus geliebten Menschen dann im Tod zu sehen, ihn so leiden zu sehen? War es das vielleicht, dass sie das lähmte, dass sie deshalb nicht wahrhaben konnten, angesichts der schockierenden Erfahrung seines Sterbens? Das muss ja wirklich, wirklich schlimm gewesen sein. Dass sie vergessen haben, was Jesus da gesagt hat? Haben sie es vielleicht nur für eine symbolische Auslieferung an die Römer gehalten vorher und gedacht, naja, der wird schon nicht wirklich sterben, der wird sich so symbolisch ausliefern und dann ist wieder alles gut, so vielleicht? Oder haben sie das Kreuz, haben sie seinen Tod nur als ein Bild für Unterdrückung gesehen? So wird ja oft heute interpretiert. Und dem Kreuz und auch der Auferstehung wird versucht, die Wirklichkeit zu nehmen, die Wahrheit zu nehmen. Ich glaube, vielen geht es so. Jemand sagt ihnen etwas Wesentliches über den Glauben und sie packen es in eine spirituelle Box, so möchte ich es nennen. Es hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Sie finden es toll, es ist so etwas Wohlfühlendes für die Seele. Ein Wohlgefühl, in das man sich so zwischendurch mal hinweg hineinflüchtet, so wie in eine Urlaubserinnerung. Und man nimmt damit dem Evangelium seine Kraft, seine Klarheit und wenn du willst auch seine Schärfe. Sie machen es zu einer das Herz erfreuenden Aussage, und es gelingt ihnen nicht, es zu einem Teil ihres wirklichen persönlichen Lebens zu machen. Dass Jesus auferstanden ist, hat Auswirkung auf dein Leben. Denn dadurch bist du in Christus hineingetaucht. Du bist durchgefärbt. Du bist befreit. Ein neues Leben hat angefangen. In dem Moment, wo du Jesus Christus vertraust und erkennst in der Wirkung des Heiligen Geistes, dass du Schuld hast und dass du dich befreien musst. Und das kannst du nicht selber tun. Das kann nur Christus. Deshalb hüte dich davor, die Bibel zu vergeistlichen. Jesus ist wirklich auferstanden. Es geht um dein ganz reales Leben. Mache den Glauben nicht zu einer parallelen geistlichen Wirklichkeit. Dann ist es vielleicht Wohlgefühl, aber dieses Wohlgefühl bewirkt fast nichts bei dir. Es trägt dich nicht im Sterben, es trägt dich nicht im Leid und es gibt dir kein ewiges Leben. Es fühlt sich ganz toll an, aber es beschränkt den Glauben
eben nur auf eine geistliche, eine erdachte beinahe, eine erfüllte Wirklichkeit. Aber der Glaube soll lebendig sein. Er soll auf dich wirken und dich prägen, dich neu erschaffen. Darum wird uns die Geschichte der Auferstehung auch so konkret beschrieben. Schaut euch das mal an, wie es bei Matthäus oder Markus oder Lukas steht oder bei Johannes natürlich, den ich sehr liebe, aber schon bei Matthäus oder Lukas. Guck mal rein, wie intensiv das beschrieben wird, wie jeder Satz eine bedeutsame Aussage ist, wie präzise die Evangelisten versuchen, die Tiefe zu ergründen von diesem Geschehen, was im Himmel erdacht und auf der Erde verwirklicht wurde. Es ist ein großes Geschenk und eine tiefe Wahrheit, die man erkennen kann. Manche sagen, man braucht dazu den Heiligen Geist. Ich fürchte, das stimmt. Aber Gott gebe, dass wir alle und dass möglichst viele Menschen auf dieser Erde den Heiligen Geist haben, damit sie das erkennen, damit sie hineinfinden in dieses Wort. Wir wollen uns nicht bloß in eine innerliche Welt zurückziehen, in der wir uns wohlfühlen. Der Glaube ist kein Rückzugsort zum Träumen. Nein, wir sollen klar werden und wirklich mit Jesus auferstehen. In dieser Angstfreiheit, hast du davon eben gesprochen, von der Angstfreiheit, diese Angstfreiheit. Ich habe gerade angefangen, über Menschenfurcht nachzudenken für Montag. Inwieweit Menschen eine Menschenfurcht haben. Wie sehen mich andere? Was für ein Ansehen habe ich bei anderen? Wie komme ich bei denen an? Leute, wir haben die Musik eben so gut wie gar nicht geprobt. Ihr könnt sagen, ach, vergiss es, nimm das Mikro aus, dann du darfst nie mehr singen, aber es ist mir völlig egal. Ich habe da Spaß dran. Und ich weiß, ich kann manche Pausen nicht gut aushalten bei der Musik und singe manchmal zu schnell wieder los. Da fehlt mir dann tatsächlich ein Schlagzeug, lieber Stefan. Ich will Christus dienen. Und du willst doch auch Christus dienen. Es geht doch um Christus. Es geht doch um deinen Heiland, deinen Erlöser, deinen, wenn du so willst, geliebten Bruder. Und was andere denken, das muss uns ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel kümmern. Lasst uns aufhören, Menschenfurcht zu haben und darauf zu gucken, was andere über uns denken. Das macht uns doch kirre, das macht uns krank, das macht uns ängstlich, das hemmt uns. Ich glaube sogar, dass es den Glauben hemmt. Jesu Sterben, Tod und Auferstehung sind wirklich und wahrhaftig passiert. Der gerechtfertigte Zorn Gottes ist von uns genommen. Denn Jesus hat den Kelch des göttlichen Zorns getrunken. Und wir sind frei. Wir sind frei, die Liebe Gottes zu erfahren und zu leben. Jetzt will der Herr aber auch, dass wir unser selbstbezogenes Ich aufgeben, unser Leben aufgeben, das so selbstbezogen ist, sondern dass wir das, was wir tun, mit ihm gemeinsam tun. Ich spreche da oft, ich bin so ein Freund von Fremdworten. Ich habe im Gymnasium habe ich meine Lehre mit Fremdworten genervt. Ich habe sie auswendig gelernt, aber das Wort Identität ist ein wunderschönes Wort. Ich habe eine neue Identität und die ist in Christus. Und Christus ist in mir. Du bist in Christus und Christus ist gleichzeitig in dir. Du bist umhüllt und erfüllt von ihm, wenn du willst. Und das ist keine spirituelle Wirklichkeit, es ist die Wahrheit. Es ist etwas, was tatsächlich bei uns passiert. In Römer 6 heißt es ja, wie wir eben hörten, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger abhängig sein von diesem selbstbezogenen Leben der Sünde an Gott. Deshalb ist Glaube handfest. Er ist nicht einfach nur spirituell. Glaube verändert deine Einstellung zum Sterben und zum Tod, zur Krankheit und zum Leiden und auch zu den Widerständen, in denen du stehst. Diese Widerstände überwindet Christus für dich. Wie sagt deine Freundin, ich höre auf zu kämpfen. Ich lasse Jesus kämpfen.
Ich will einfach nur noch sein. In Christus. Du bist berufen, deine Angst zu verlieren. Glaube verändert deine Haltung zum Egoismus anderer auch. Du weißt, dass du darin nicht untergehst, in ihren Kämpfen, sondern du bleibst einfach du selbst. Jesus beschützt dich, auch vor der Niedertracht, den Unterstellungen anderer Menschen. Er beschützt dich. Du musst gar nicht kämpfen. Lass sie denken und sei bei Christus. Und das ist auch ein Stück Auferstehung, dass du da heil rauskommst. Du kommst auch heil aus all den Anfeindungen anderer Menschen heraus. Du bist mit Jesus unterwegs. Du musst anderen nicht gefallen. Diese Menschenfurcht halten viele Menschen für normal, die sie haben. Für Christen ist Menschenfurcht nicht mehr normal. Ich habe eine gute, gesunde Portion Gottesfurcht. Aber eine Gottesfurcht, die mich erkennen lässt, wer Gott eigentlich ist und was ich ihm angetan habe und wie ich ihn verletzt habe in seiner Gerechtigkeit und wie dennoch viel, viel tiefer als alles, was ich ihm antun kann, seine Liebe zu mir ist und bleibt. Und er deshalb diesen Weg gegangen ist, angefangen von den Propheten, mit vielen Worten an sein Volk Israel, bis hin zu Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, der aus dem Himmel kam als Wort Gottes. Alles das. Bis hin zum Heiligen Geist, eigentlich müssten wir Pfingsten schon fast hineinnehmen. Bei Johannes ist das übrigens so, dass Johannes in die Abschiedsworte Jesu gleich das Pfingstfest mit reinnimmt. Müssen wir mal gucken, in Johannes 21 müsste das sein. Also wir haben keine Gottesfurcht. Entschuldigung, wir haben keine Menschenfurcht. Dankeschön, das war sehr wichtig. Ich bin gerade am Scrollen, deswegen. Ich bin auch gleich so weit, aber ich finde es so wichtig und so kostbar, das zu sagen. Du bist im Glauben an den Auferstandenen berufen, deine Angst vor allen möglichen Gefahren und Problemen abzulegen. Jetzt halt einen Moment inne und überlege, kriegst du einen Zugang dazu, wovor du dich fürchtest? Manchmal fällt mir das schwer. Ich bin manchmal scheinbar völlig angstfrei, aber ich glaube, das stimmt nicht. Frauen sind übrigens oft ehrlicher mit sich als wir Männer. Kann das sein? Du bist berufen, ein freier, ein mutiger Mensch zu sein. In Christus, dem Auferstandenen. So sieht Gottvertrauen aus. Wie heißt es bei Johannes, beim 1. Johannesbrief, Kapitel 4? Wer sich fürchtet, bei dem hat die Liebe noch nicht ihr Ziel erreicht. Hammer, oder? Wer sich fürchtet, bei dem hat die Liebe noch nicht ihr Ziel erreicht. Das ist nicht böse gemeint, nicht abschätzend. Du bist im Glauben an den Auferstandenen auch berufen, deine Angst vor Corona abzulegen. Dich Christus ganz anzuvertrauen und natürlich besonnen zu handeln. Natürlich. So sieht Gottvertrauen aus. Du bist im Glauben an den Auferstandenen auch berufen, deine Angst vor deinem beruflichen und persönlichen Zukunft abzulegen. Hab keine Angst vor dem, was da kommen könnte. Du bist mit Christus auf einem Weg. Und wenn er für dich eintritt, dann natürlich auch dort. Er tritt überall für dich ein. So sieht Gottvertrauen aus. So bist du berufen, Teil seiner Familie, seines Leibes zu sein. Deshalb freue ich mich über alle, die an einem unserer Gottesdienste teilnehmen. Ich freue mich ganz besonders über die, die heute Abend den Mut haben, herzukommen. Ich freue mich über alle, die heute, jetzt oder später diesen Gottesdienst schauen. Du bist berufen, ein Abbild seines Wesens zu sein. Ein Abbild seines Wesens. Du bist berufen, seine Herrlichkeit in Anbetung zu vergrößern. Ich persönlich glaube, das ist der eigentliche Sinn unserer Existenz. Wir sollen Gott anbeten. Das ist der Grund, warum wir leben. Wir sollen ihm die Herrlichkeit geben, ihm, dem einmaligen, wundervollen Gott. Du bist berufen, ihm zu dienen
und den Menschen barmherzig zu sein. Wenn du kein Ego mehr hast, keinen falschen Stolz, keine Angst um dich selbst, ja, was glaubst du, wie barmherzig du sein kannst? Du bist berufen, Botschafter in seiner guten Nachricht zu sein. War jetzt gutes, korrektes Neues Deutsch. Also lass uns handeln im Lichte dieser Auferstehung. Und schließen möchte ich noch einmal damit, dass Jesus ja der große Arzt ist, der uns heilt und schützt. Er ist der Erlöser, der den Tod durchgestanden und besiegt hat. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Daran will ich mich halten. Darin sind wir Gemeinde Jesu. Amen. Julia hat am Anfang gesagt, ich hoffe, dass auch diejenigen, die zu Hause sind, sich ergreifen lassen können. Das ist ja eine andere Situation als hier. Und deshalb passt jetzt das Lied, was wir jetzt singen, Jesus berühre mich, glaube ich, dass ich jetzt singe, okay. Ihr singt alle ein bisschen mit leise, ne? So in die Maske rein. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart nur ein Saum des eines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deine Gegenwart, Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich. In deine Gegenwart, Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. Komm in meine Gegenwart und bleib bei mir. Schön, dass wir den Anton haben.
Anton, wie lange kennst du die Lieder jetzt? Halbe Stunde? Ihr Lieben, also Walter und ich, wir lieben ja die Osternacht und die Christnacht ganz besonders und viele von euch auch, viele von euch waren ja auch schon ganz oft da. Normalerweise ist das ja ein Happening. Erstens ist die Kirche voll, zweitens kommen wir hinterher alle hier nach vorne und stehen alle in einer Riesentraube. Alles, das geht ja momentan nicht. Ihr habt einen Einzelkelch vor euch stehen. Ich hoffe, dass alle einen vor sich stehen haben, sonst stehen genug da. Könnt euch gleich versorgen. Ihr findet ein Briefchen und in den Briefen ist eine Oblate. Es ist also alles hygienisch so, wie wir gesagt haben, da kann uns keiner was wollen. Ist übrigens keine Menschenfurcht, fand ich, sondern ist Respekt vor den Sorgen der Menschen, dass da was passieren könnte. So habe ich das jetzt interpretiert. Und ich würde gerne die Einsetzungsworte sprechen. Ich glaube, dazu gehe ich aber mal hinter den Altar. Ich gehe mal an dir vorbei. Nein, alles gut. Es sind gerade mal 3 Tage, eigentlich nur 2 Nächte her, dass Jesus das Brot nahm beim heiligen Abendmahl. Und dass er in das Befreiungsfest vom Pessach, der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten, einen neuen Sinn hineinschenkte, nämlich den der Befreiung von Sünde und Schuld, der Trennung von Gott. Und Jesus nahm das Brot, dankte, sprach darüber das Dankgebet, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Dies ist mein Leib, für euch hingegeben. Christus kommt wirklich und wahrhaftig zu dir. Und wenn du so willst, in dich, in deinen Wesen, auch in deinen Körper. Ich finde es gut, wenn wir uns jetzt erstmal mit der Oblate beschäftigen und gleich mit dem Wein. Wäre das okay? Nimmst du dir eine raus? Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Komm her, Anton. Du Lieber, hast uns heute gerettet. Christi Leib für dich gegeben. Oh, lieber Jesus, wie schön ist das, wir haben dich jetzt wirklich hier in uns, bei uns. Du und ich, du und wir sind jetzt eins. Danke, Herr. Das Gleiche nahm er nach dem heiligen Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinket alle daraus, dies ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, denn deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Die Gemeinde Jesu Christi wird nicht untergehen, ihr Lieben, bis der Herr wiederkommt. Nichts kann diese Kirche töten. Damit meine ich nicht den Heilsbrunnen, sondern die Kirche Jesu Christi, meine ich natürlich. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden.
fängt an. Das ist die Blut für dich vergossen. Bitte nehmt euch auch euren Kelch. Christus schenkt sich dir. Er ist bei dir. Er erfüllt dich. Er ist dir Stärke und Mut. Und spüre, wie deine Menschenfurcht stirbt. Spüre, wie deine Menschenfurcht stirbt und wie Christus, der Auferstandene, in dir groß wird, dein Beschützer, dein großer Mutmacher, der Heiler deines Wesens. Komm, lass uns einen Moment in dieser Nähe, in dieser Geborgenheit mit Christus verweilen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr online-konform ist, aber ich fände es auch schön, wenn ihr einfach spontan ein Gebet sprechen könnt, wenn euch danach ist, ein Satz, ein Wort einfach zu sagen. Wenn ihr das malt, tut das einfach. Lass uns für bitte halten. Vater, wir bitten dich für alle, die wegen ihres Glaubens und ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden. Bitte befreie sie aus Unterdrückung und hilf ihnen zu einem menschenwürdigen Dasein. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, ich bitte dich für jeden von uns. Ich bitte dich für diese Gott-Perspektive. Herr, du hast die Welt überwunden. Und damit, das haben wir heute gelesen und gehört, haben wir die Welt überwunden. Wir können auf dich schauen und auf dich vertrauen. Und ich bitte dich, dass du uns dafür Kraft schenkst.
dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Heiligen Geist schenkst, nicht auf uns zu schauen, auf die Probleme, sondern auf dich zu vertrauen. Und ich bitte dich, dass wir dir dann auch in unserem Leben und in dem, wo wir leiden, in dem, wo wir Schwierigkeiten haben, in dem, wo wir mit uns hadern, dass wir dir da begegnen, dass wir da Veränderung erfahren, dass wir da Segen sehen dürfen. Vater, ich bitte dich für die Gemeinschaft der Glaubenden und dass sie einander stärken und einander schützen und sich nicht gegenseitig im Weg stehen, sondern sich gegenseitig helfen, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt durchmachen, aber auch sonst, auch in Freude und in Liebe und an schönen Tagen. Öffne unsere Herzen. Herr Jesus, es gibt so viele Menschen, die berufen sind zu glauben und ihr Herz verschließen. Berufe uns, dass wir tatsächlich deine Botschafter sind. Dass die Menschen uns fragen, dass sie an uns spüren, wie tief unsere Liebe zu dir ist, wie selbstlos wir geworden sind in der Verwandlung, die du uns gegeben hast, wie viel Liebe wir geben können, wie viel wir verzeihen können, wie viel du uns verziehen hast und wir auch anderen vergeben können. Hilf uns, dass wir mit unserem Leben gut zurechtkommen, Herr. Dass wir nicht doch immer wieder in ein Verhalten der Menschenfreundlichkeit zurückfallen. Einer, ja, das ist ja gar kein Fehler, aber einer Menschenfurcht, in der wir anderen nur gefallen wollen und nicht weiterkommen. Mit unserem Glauben, mit unserer Liebe. Schenk uns, dass wir jeden Tag mit dir verbunden, Christen mit Christus leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir wollen die Bereiche in unserem Leben vor dich bringen, wo auch wir nochmal neu sterben und auferstehen müssen und wollen. Und wir bringen dir unsere Nächsten. Menschen, die uns gerade auf dem Herz liegen, Kranke, Menschen, die verzweifelt sind. Wir bitten dich, dass da auch Auferstehung sichtbar wird. Herr, wir wollen einen Moment der Stille nehmen und dir diese Menschen und diese Anliegen auf unserem Herz bringen. Und wir wollen aufstehen, Herr, und wir wollen für dich kämpfen, wir wollen für dich bekennen vor den Menschen, wir wollen, dass deine Kirche groß ist, dass deine Kirche strahlt von deiner Liebe. Die Menschen sollen an unserer Liebe zueinander erkennen, dass wir deine Jünger sind und Jüngerinnen. Sie sollen daran erkennen, wie sehr wir dich ehren und dein Wort zur Wahrheit machen, dass sie erkennen, dass du die Wahrheit bist. Und sie mögen daran erkennen, wie Christinnen und Christen auf der ganzen Welt ihre Nächsten lieben und in Fürsorge für andere Menschen alles tun, was möglich ist, damit diese Menschen an dem Handeln von Christen erkennen, dass du der Weg bist und die Wahrheit und das Leben.
Und wir wollen uns selber gar nicht schützen. Wir brauchen uns nicht zu schützen, weil du uns schützt und weil alles, was wir brauchen, durch dich, Jesus Christus, geschieht. Das wollen wir bekennen vor den Menschen. Wir wollen, dass deine Kirche, dass die Gemeinschaft der Glaubenden, die, die du herausgerufen hast aus der Welt, und wir bitten dich, dass wir das sind. Und wir bekennen und wir wollen es sein, wir wollen diejenigen sein, die du aus der Welt herausgerufen hast, in deine Kirche. Der Kyrios in seine Kyriake, seine Kirche. Das sind wir. Hier nicht nur in Heilsbrunn, sondern in ganz, ganz vielen Kirchen. In ganz vielen Freikirchen, ganz vielen katholischen Kirchen. Ich hoffe auch in ganz vielen protestantischen Kirchen. Ich kämpfe auch den Liberalismus, Herr, der einen falschen Liberalismus, der nicht nur den Menschen das Herz nicht mehr schwer macht, das ist ja gut, aber der die Menschen zu dir führt, der klar ist, der dich bekennt, dich, den wahrhaftig Auferstandenen. Und so wollen wir dich gemeinsam anbeten, himmlischer Vater, so wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Kommt, gebt Gott die Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist eine Gesegnete. Du bist ein Gesegneter. Jesus Christus hat dich zu neuem Leben berufen. Gehe in diesem Segen. Geh im Segen des Auferstandenen, der an deiner Seite ist, der dich vor der Heimtücke böser Menschen beschützt, der dir Mut und Kraft schenkt, der dir deinen Weg zeigt, der dich trägt, wenn du getragen werden musst, und der dich vor dem Bösen beschützt, der dich erfüllt und umgibt mit seiner Weisheit und seinem Frieden. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.